Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in the Sky, immer noch im Cornelia Tower. Diesen Raum hier haben wir am Ende der letzten Folge glücklicherweise von den 12.000 Gegnern befreien können. Und diese Exemplare hier, die sehen wir jetzt zum ersten Mal. Spike Jellyfish, a tentacled monster, has an arts-reflecting shell, petrifies prey and can split. Die, ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt im Second Chapter schon mal gesehen haben. Auf jeden Fall kennen wir die aus dem First Chapter, bin ich mir relativ sicher. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich dem begegnen soll. Ich könnte ja mal gucken, wenn ich so raufkloppe. Ja, man muss natürlich schon treffen, ne? Um auch erkennen zu können, ob physische Angriffe was taugen oder eher nicht. Also Estelle hatte am Ende der letzten Folge auch relativ oft daneben gehauen. Ich glaube, mit Zaubern hätte ich mir einen größeren Gefallen getan. Kriegst du das zufällig hin, Olivier? Nee, leider nicht. Okay. Krieg ich das hier vielleicht noch gedreht? Eventuell mit diesem Zauber. Der kommt noch an die Reihe, ja. Bevor der Gegner das erste Mal ausholen darf. Wenn ich den jetzt angreife, schubst sie den dann nach links. Ich glaube, ich mache mit ihr erstmal gar nichts, weil ich will, dass jetzt alle in Estelles Radius bleiben. Danach kann ich, wenn die jetzt nicht tot sind, immer noch nachjustieren. Holy shit. Okay. Warum? Ach so, Arts Reflecting. Ja, ich lese das doch da so. Und aber warum ist denn da eine Elemental Efficiency? Ist das Wort richtig? Efficiency? Heißt das nicht Efficiency oder so? Efficiency? Fehlt da nicht ein N? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich gerade etwas verstört. Belebt das auch wieder? Ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann war das mal der fälligste Start in einem Part, den man sich leisten kann. Aber ja, Estelle kommt zurück. Sie zwinkert uns zwar so ein bisschen zu, aber sie lebt immerhin. Ja, wow. Das ist natürlich all. Das ist natürlich mehr als unglücklich jetzt hier. Und die anderen beiden, die sind fast noch komplett am Leben. Na, das ist ja super. Also wenn sie den jetzt wenigstens finishen würde, dann... Dankeschön. Immerhin. Wird sie auch einen Schlag vom Gegner überleben. Natürlich geht der Gegner auch direkt auf sie. Wow. Ja, also nee, ich hab schon kapiert, was ich davor gelesen habe. Aber trotzdem dachte ich mir so... Naja, bei den Elementen sind halt cooler zu sehen. Mach ich mal. Auf jeden Fall ist Olivier jetzt wieder... mit einem S-Break ausgestattet. Das heißt, wenn ich das nächste Mal gegen die, ich nenne die mal POM-Light-Version kämpfe, dann kann ich mir das damit ganz gut vereinfachen. So, ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt nur für eine Person Heilung brauche, werde ich mal wieder so ein Recipe vertilgen. 4500. Oh mein Gott, okay. Du hast ja halt immer noch so viele Curing-Effekte. Ich gucke gerade, ob ich hier sowas rein Heilerisches hier halt nehmen kann, aber scheint nicht der Fall zu sein. Ich gebe ihr jetzt mal... Also, nee, das hier ist zu gut. 3300, ja, das ist so knapp auf ihrem Level. Weil, genau, das Gute ist, dass wir am Anschluss dann auch immer das Rezept lernen. Also das ist für den Freischalteffekt, sage ich mal, nicht so ganz umsonst, wenn ich das jetzt nehme. Weil wenn ich mir das bis zum Ende des Spiels aufbewahre, ohne das einzusetzen, habe ich vielleicht auch einen Nachteil dadurch. Ich wäre jetzt schon auf den zugelaufen. Ich sehe nur bei dem immer nicht, wo hier vorne und hinten ist. Und nach dem Kampf gerade eben ist mir der Preemptive sehr, sehr wichtig. So... gucken wir mal, ob wir das jetzt hier ein bisschen besser überstehen. Ich werde definitiv, so viel habe ich jetzt gelernt, nicht mit Zaubern angreifen. Ich meine, das Gute ist, wenn wir die jetzt nur so attackieren, dann sind die Kämpfer auch für mich relativ chillig. Die sind dann zwar nicht so aufregend zuzugucken, aber eigentlich mag ich solche Gegner.
kann mir nur vorstellen, dass ich also jetzt im letzten und auch in diesem Kampf eventuell Glück gehabt haben könnte, dass da nicht mehr vor uns stehen, weil das sieht mir nach so einem Gegnertypus aus, der auch in sechsfacher Ausführung vor einem stehen kann. Ich hoffe, wir werden es nie zu Gesicht bekommen. Aber dann könnte ich doch theoretisch mit Crafts angreifen, oder? Weil das sind doch dann keine Arts, sondern halt Crafts. Und gegen... Also das reflektieren die dann ja nicht. Würde ich jetzt mal meinen. So, Leute, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Wir sind jetzt in Etage 4. Und ich habe hier wieder... Ich kann das gar nicht glauben. Wahrscheinlich kommt der große Knüller in Etage 5 oder so. Oder der steht mir unmittelbar bevor. Guck mal, hier fängt es nämlich schon an. Erstmal die Gegner rein hier lichten. Ja, drei Gegner ist noch okay. Da ist mir dann auch relativ wurscht, wer da konkret vor uns steht. Machen wir mal hier noch. Ich hoffe, dass Olivier jetzt an den rankommt, weil der Plan war, dass Olivier den finisht. Dass der Vogel jetzt hier ist. Okay, der kommt ran. Und? Hat gereicht, ne? Jawohl. Okay, das Schwierige an diesem Kampf ist nämlich, dass du eigentlich den Vogel super anzaubern kannst, ne? Aber wenn der in Begleitung von diesen ollen Mistmaden ist, dann muss man da vorsichtig sein. Wow. Hat der nicht irgendwie viel mehr Schaden gefressen? Irgendwie hatte ich das so in Erinnerung, dass man dem mehr austeilt. Aber okay. Es sind immerhin keine drei, die uns mit Federn beschmeißen, so wie in der letzten Folge das eine Mal. Das haut dann schon ganz gut rein. Aber die Seppits, die sprudeln hier nur so rum. Warte mal, wo bin ich hergekommen? Hier? Hier bin ich hergekommen. Ja, Orientierung. Okay, vielleicht sollte ich jetzt die Karte wirklich gar nicht mehr drehen. Auch wenn ich das hier in diesem Raum eigentlich ganz praktisch finden würde. Erstmal die Gegner wegmachen und danach dann ganz in Ruhe umschauen. So, was machen wir mit dir? Nee, nicht moven. Moven ist heute nicht. Umziehen kannst du morgen. Heute brauchen wir dich hier im Cornelia Tower. So, ich weiß nicht, welche Reihenfolge am sinnvollsten ist, hier die Angriffe zu verteilen, aber... Ich glaube, wir kriegen das ja, vorausgesetzt, meine Leute treffen auch. Estelle könnte den schaffen. Ja, genau, über 500. Das habe ich mir nämlich noch so ein bisschen gemerkt. Dann kann sie nämlich die fast toten Pommes hier mitnehmen. Und Agate wird dann hier mit diesem Jellyfish kurzen Prozess machen. Nicht mal final. Okay, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er den Finisher hier rauskloppt, aber... Olivier musste nachsetzen. Von mir aus auch das. Mir ist ja egal, wer den Gegner vermöbelt. Hauptsache, er wird vermöbelt und steht nicht mehr auf, ne? So, Kumpel. Umdrehen, danke. Wow, ich bin immer wieder entsetzt, wie oft einige meiner Leute daneben hauen. Der hat sich jetzt beim ersten Mal divided. Oder zum ersten Mal. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen, aber spannend sah das nicht aus. Plötzlich wurde aus einem zwei. Oh mein Gott, wie aufregend. Das hier ist dann vielleicht etwas aufregender. Ups. Was machen wir denn mit den Sommer? Okay, ich glaube, ich bin überfordert. So, also bei Estelle brauche ich nicht traurig sein, weil... Oh, die stehen ja fies. Die stehen ja fies. Jetzt kann ich leider auch nicht mehr zurück, ne? Ich weiß nicht, ob Olivier einen jetzt hier alleine schafft. Ich krieg keine zwei Gegner rein, egal wie viel ich jetzt mit dem Cursor hier hin und her drücke. Schade eigentlich. Und das wird mir gleich sowas von fehlen in irgendwelchen anderen Kämpfen. Tja, ne, das war mal mega der Fail. Also ja, Agate schafft einen alleine. Das werde ich jetzt hier auch machen. Dann werde ich mich gleich bestimmt wieder ärgern, dass die mir hier haufenweise EP abzapfen werden. Bin immer so zwiegespalten. Würden die näher beieinander stehen, wäre das eigentlich ganz cool mit denen, aber so? So, okay, warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie kriege ich denn den mittleren Gegner? So, ich werde mich jetzt auch auf den konzentrieren. Nützt ja nur alles nichts. Das war
Ich glaube, das war nicht mal ein Preemptive. Habe ich jetzt aber irgendwie schon wieder gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich war so in meiner Schockstarre drin, als ich die ganzen Pomps gesehen habe, dass ich alles andere ausblenden muss. Ja, und hätte Estelle jetzt nicht dieses Wasserelement auf ihren Angriffen, dann wäre das hier vielleicht sogar was geworden. Ich kann ja aber hier mal versuchen, irgendwas zu erreichen. Warte mal, Chain 2. Da muss ich dann einen zweiten Charakter noch auswählen. Das habe ich übrigens auch in einem Kommentar gelesen. Das wollte ich eigentlich in der letzten Folge schon ansprechen. Warte mal, der hier ist doch ein bisschen angeschlagen. Vielleicht können die beiden Mädels noch was bewirken. Haben die überhaupt schon mal zusammen angegriffen? Das hat jetzt bestimmt deshalb nicht funktioniert, weil Estelle ja noch ihren Dings hat, ne? Ihren Wassereffekt. Ach, keine Ahnung. Versucht er jetzt raufzukloppen. Wow, Gate, was ist denn bei dir los? Und der Pom flieht nicht mal? Hat er mir gerade CP abgesaugt? Okay. Waren das nicht eher die EP-Absauger? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Sind die super nervig? Warum fliehen die nicht? Danke. Wenigstens einer. Ja, und der sparkelt da hinten in der Ecke sein Leben, ist klar. So, vielleicht kriegen wir den ja sogar down. Das würde zwar einem kleinen Wunder gleichkommen, aber hey, manchmal gibt es auch in meinen Let's Plays Wunder. Ich glaube, das hier wird aber kein Kampf, wo wir das live erleben dürfen. Ich muss mir immer wieder einreden, bevor meine Halsschlagader schon wieder droht zu platzen, dass wir ja mindestens einen getötet haben. Und das allein schon mehr Erfahrung bringt, als alle Gegner, die wir hier in diesem Turm darüber hinaus töten. Warum trifft denn Agathy so krass? Hat er irgendwie einen Effekt auf seiner Waffe oder irgendeinen Quartz, dessen Potenzial ich noch nicht erkannt habe? Weiß es nicht. Wir schützen uns jetzt mal alle auf den und gucken, was passiert. Der wird wahrscheinlich kurz vorm Verrecken, wird er dann fliehen. Nö, jetzt sparkelt er erstmal rum. Die anderen dürfen sich aber gerne verpieseln. Danke. Guck mal, wie gerade alles voll nach Plan läuft. Ja, toll. Ey, da trifft sie. Einmal in 10 Jahren trifft sie einen Pom. Und ausgerechnet dann bringt uns das nichts. Ganz toll, oder? Ja, tschüss. War klar, ich dich auch. Egal. Wir haben trotzdem Erfahrung mitgenommen. Zwar kein Level up, aber... Ja, dafür Seppels und so, ne? Man muss ja alles zu schätzen wissen, was man kriegt. So, ich laufe jetzt hier schon zum 10. Mal hin, ist mir egal. Vielleicht werden es auch noch 20 Male. So, wir haben jetzt hier einen Weg, der nach oben führt. Und zwei Sackgassen. Das kriege ich mir gut gemerkt. Dann haben wir hier noch einen Weg mit Vogel. Weg mit Vogel, den werde ich mal als letztes in Augenschein nehmen. Und hier wieder. Also bisher ist das Ding immer noch symmetrisch. Guck mal, was wir hier machen können. Bin ich denen denn bisher begegnet? Wahrscheinlich mit Wasserzaubern, ne? Das soll doch so ein Gegner alles außer Feuer. Jo. Sie hatte doch hier auch ein bisschen was Schönes, Erdiges in petto. Gab es hier irgendwas zu beachten? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade was sehr, sehr Wichtiges vergesse. Aber ich klopfe da jetzt einfach mal drauf los und hoffe, dass das gut gehen wird. So, und bei ihr natürlich Diamond Dust. Ich gehe mal so hier auf die rauf. Ich muss mich mal kurz am Kopf kratzen. Sorry, wenn das Headset gerade rumknatscht. So, fertig. Gate. Mein lieber Gate. Dessen Kampfstil ich übrigens immer noch mit am meisten mag. Weiß nicht. Ich stehe auf Nahkämpfer mit großen Waffen. Ich kann dagegen nichts machen. Ich finde Zauber zwar auch cool, aber Gate ist vom Kampfstil halt immer noch am ehesten so mein Fall. Ich hoffe, dass Chloe die jetzt irgendwie gut beseitigt bekommt, weil... Ansonsten muss ich hier wieder eine groß angelegte Heilungsaktion starten. Ist jetzt nicht der Weltuntergang, aber ich sehne mich nicht nach meinem Menü, wenn ich das mal so sagen darf. Komm, das ist doch diplomatisch formuliert, oder? Fühlt sich keiner gemobbt. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Prost.
Oh Gott, zwei Kisten, okay. Spätestens jetzt sollte ich dann wohl nicht mehr drum rumkommen ums Heilen. Und das machen wir am besten mit Latir. Mit dem Tier heilt es sich am besten. So, das muss jetzt erstmal reichen. Wobei, nee, warte. Olivier, für einen einzigen hätte ich ganz gerne noch so. Und dann gucken wir. Und ja, ich habe nicht gespeichert. Ist mir egal. You know this chest is empty, so why do you do this to yourself? Why do you keep hoping? Ich hope gar nicht. Ich bin nur neugierig darauf, was ihr mir so zu sagen habt. Oh, gucken Sie mal an. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, was man auch kaufen konnte, oder? What if our universe is a chest in someone else's universe and someone's going to open us up, take everything and just keep coming back? Ich finde, du solltest mal schlafen gehen und dir Hobbys suchen. So, okay. Was haben wir gerade bekommen? Action 2. Action mit Ä. Warte mal, ich suche jetzt jemanden, der Action hier. Der Geld hat schon Action 2. Okay, also wir haben kein zweites, aber ich glaube trotzdem, man konnte das im Laden kaufen. Sonst hätte ich vielleicht hier das ein oder andere gesehen. Da bin ich ja ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ja lieber Move oder Range immer noch. Das sind so die Quarze, denen ich am meisten entgegenfiebere. Ich dachte gerade, mein Spiel wäre abgestürzt. So, kann es wirklich wahr sein, dass wir links und rechts jeweils einen Weg haben? Beide führen sie nach oben. Führen sie doch, oder? Warte. Lieber einmal zu viel als zu wenig gucken. Ja, das tun sie. Okay, Etage 5. Was hatte ich vorhin noch gesagt? Etage 5 wird die Mindfuck-Etage sein. Die gibt es doch irgendwie in jedem Turm, oder? Diese eine Etage, die einfach alles zerstört, was man sich aufgebaut hat. Ich bin jetzt übrigens auch voll zerstört worden in diesem Kampf. Weil dieser Vogel sich erstaunlicherweise viel bewegt hat. Also das waren halt wieder drei, ihr habt es ja am Anfang gesehen, ne? So. Okay, da kamen wir her. Hier ist eine Sackgasse. Auf der anderen Seite ist eine Kiste, wo bestimmt ein Monster drin ist, oder? Etage 5 wird die Etage sein, wo sich die Monster in die Kisten verkrümeln, um dort zu krümeln. So, ist das jetzt die Kiste, die ich gerade eben gesehen habe? Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass wir definitiv heilen sollten. Und dass Chloe definitiv wieder Dings braucht. EP, leider. Das werde ich ihr jetzt aber genehmigen, denn ich möchte jetzt nicht daran sterben, dass sie nicht imstande ist, hier ihre ganzen Pimp-Zauber zu wirken. Use. Ich weiß nicht, ich glaube, da wegen schon allein wegen Diamond Dust sollte ich unbedingt, sollte ich ihr unbedingt mit Prio 1 alle Slots freischalten. Wenn sie nicht schon alle freigeschaltet bekommen hat. Sag mal freigeschaltet. Ich kenne nur freigeschaltet, aber voll viele sagen auch freigeschalten. Und ich war bisher immer zu faul, um nachzuschlagen, ob das auch geht. Oh, Blue Kashmir. Klingt schön. I know it's not much fun to open an empty chest, but think about how much fun it was to open when it still had something in it. Ah, Memories. Memories, 5 Sekunden alt, aber hey, auch das sind Memories, ne? Wer kann dieser Kiste da schon widersprechen? So, gucken wir mal, ob das wenigstens irgendeinen Mehrwert mitbringt. Hier haben wir es. Nur für Frauen. Woven from the wool of blue-coated sheep monsters. Creepy. Sieht aber bestimmt voll schön aus, oder? Speed und AG. Warte mal, was haben wir denn hier? Defensive 150, 35. Der ist auf jeden Fall viel besser. Auch weil die magische Resistenz gut nach oben springt. So, die Frage ist jetzt, was hatten sie hier? 140 plus 2? 125 plus 5? Okay. Schwer zu sagen, was besser ist. Ich finde, das, was Estelle trägt, ist nicht so gut wie das, was Chloe trägt. Ja, obwohl Speed und Agilität kommen hier halt noch mit dazu. Ey, das ist fies Spiel.
Obwohl, hier habe ich nur grün. Nee, so fies ist das nicht. Wir machen das einfach so. Und ich hoffe, ich werde die Entscheidung nicht bereuen. So. Hier führt eine Treppe runter. Und hier kam ich her. Nee, guck mal, die Truhe da ist noch zu. Oh Gott, ich glaube, ich bin da jetzt schon voll durcheinander. Auch wenn das bisher noch gar nicht so kompliziert ist. Ich gehe mal erstmal runter und gucke, wo ich rauskomme. Und dann schauen wir mal weiter. Vierter Floor. Ich bin jetzt genau auf der entgegengesetzten Seite. Kommt das hin? Ich bin genau auf der entgegengesetzten Seite. Die Gegner sind hier nicht respawned. Und hier bin ich zuerst nach oben gelaufen. Hier links ist jetzt die Sackgasse. Ja, okay. Damit hat sich der Kreis auch geschlossen. Das heißt, ich habe jetzt nur noch diesen Weg. Korrekt. Ich mag diese großen Mittelräume immer nicht, weil die ganz gerne immer mit diesen vielen Gegnern zugeballert sind. Deswegen bin ich gerade erleichtert, dass dem hier nicht so ist. Und da, das sind bestimmt zwei Monstertruhen. Das ist doch immer so auf diesen komischen Plattformen hier. Aber erstmal die Jellies wegklatschen. Wenigstens habe ich in dem Kampf jetzt keine Energie verloren. Ich glaube nämlich, wir werden jedes bisschen Gesundheit jetzt für diese Kisten brauchen. Ne, wetten, hier ist ein Monster drin und in der hier nicht. Ha, die Beach Charge kann ich gerade sogar ganz gut gebrauchen. The chest is empty now, so empty, so lonely, please don't go. Guck mal hier. Wenn ich könnte, würde ich jetzt in Slow-Mo nach vorne gehen und traurige Musik einspielen und mich einfach nur weinend zurücklassen. Ja, so bin ich total der nette Mensch. Oh, ja, so viel zum Thema, hier sind bestimmt voll die Gegner drin. Achselgier. Achselgier gegen Achselschweiß, weiß Bescheid. You find a whole bunch of caterpillars. They're kinda crawly and gross, but they grow up into butterflies. Oh, moths. Moths are kinda gross too. Faszinierend, was in der Gedankenwelt einer Kiste so vonstatten gehen kann. Ich muss mal kurz meine Nase kratzen. So, warte. Wir haben Schuhe bekommen. Hallo, das kann ich doch nicht ohne Inspektion hier durchgehen lassen. Nee, die sind aber hier nicht mit dabei. Lass mich raten, das ist nur für die Mannequins. Jawohl, nur für Men. Shoes with wheels. Was? Affix to the soul. Strega Brand. Oh, wir haben Strega Schuhe. Warte mal, haben Olivier und Agate die gleichen? Ja. Defense Move. Haben wir hier einen Move Bonus? Ja, Move plus 2. Dann muss das definitiv Agate bekommen. Das ist jetzt mal so das Kriterium, was ihm jetzt den großen Vorteil verschafft hat. Einfach so. Das ist gut. Dann kann er sich nämlich weiter übers Feld bewegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Für einen wendigen Nahkämpfer, wie ich ihn hinerziehen möchte. So, jetzt sind wir hier nämlich auf der anderen Seite. Oh, da ist irgendwas Gegnerisches. Warte mal, ich gehe mal erstmal hier hin. Weil das mit Sicherheit eine Sackgasse wieder sein wird mit den Kisten links und rechts. So, jetzt kann ich euch mal zeigen, wie ich diese Gegnerreihe sonst immer bekämpft habe. Estelle und, jetzt habe ich gerade ein bisschen Glück. Estelle und Agate haben nämlich die Äußeren immer beackert. Und Chloe, die hat dann immer ihren Diamond Dust hier in die Mitte gecastet. Das wird aber nicht ganz reichen. Es wird aber trotzdem, warte mal, wenn er jetzt schießt. Jetzt hat sich das Ding ein bisschen nach hinten bewegt, aber ich glaube, die sind trotzdem alle drei noch im Radius. Es wird aber trotzdem reichen, wenn keiner daneben schlägt, um alle zu töten, ohne dass ich Schaden fresse. Das haben wir am Ende der letzten Folge ja so nicht gesehen, weil ich die Kämpfe dann rausgeschnitten habe. Aber diese Fünferreihe war eigentlich ganz chillig, sage ich mal. Null Problemo. Alles gut hier. In Aserbaidschan. Alles gut, ich habe alles im Griff. Ist das mein Schatten? Schatten sah gerade irgendwie komisch aus. So Leute, ich glaube, auch wenn ich das immer voll nervig finde, aber ich glaube, speichern ist hier nicht verkehrt. Genau, das war nämlich klar, dass das nur eine Frage der Zeit war. Weil ich finde, diese Monsterkisten, die gehören einfach zu den Towern mit dazu. A monster lurking in treasure chests uses fire-based arts explodes when defeated. Okay, das ist uncool.
Ich bin am Überlegen, ob das ein guter Zeitpunkt ist, um Dings zu verwenden, S-Breaks. Aber ich glaube, ich werde die nicht einsetzen. Und ich glaube, ich sollte tatsächlich drüber nachdenken, wie mir das empfohlen wurde, bei Agate wieder auf diesen Flächenangriff rüber zu wechseln. Wind und Wasser. Wind und Wasser. Wer ist denn jetzt überhaupt dran? Achso, Agate ist an der Reihe. Okay. Der sollte schon in den Nahkampf gehen. Mit den anderen kann ich ja gucken, ob wir irgendwas Schönes zaubern können. Ach, guck mal, die passen sogar alle rein. Die werden sich höchstwahrscheinlich gleich bewegen und damit ist das eh hinfällig, aber man kann es ja versuchen und gucken, wie weit man damit kommt. So, und Chloe. Meine liebe Chloe, einmal bitte wieder unser überaus kostspieliges Schmuckstück und dann gucken wir mal, wie die sich bewegen. Ach, die preparen sich nur. Ich glaube, das machen die immer in der ersten Runde, oder? Ich glaube, das war auch schon im First Chapter so. Jetzt sind wir denen auch in diesem Chapter schon begegnet. Ich glaube aber fast nicht. Okay. Immerhin macht denen das gut Schaden. Wir werden nur gleich. Das sehe ich nämlich schon kommen. Gut Schaden fressen. Also ich glaube, Estelle und Agate, das können wir fast nicht mehr verhindern. Dass sie da jetzt in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber naja, ist ja nicht so, dass es uns an Heilmitteln mangelt. Geld ist blind oder so. Hält das nach einem Kampf auch an? Oha! Das ist super! Darüber freue ich mich gerade mega. No freebies here, I'm afraid. Da muss ich auch gar nicht lange überlegen. Obwohl, muss ich doch. Muss ich doch. Mein erster Impuls war nämlich zu sagen, das bekommt natürliche Gate, ja, weil ich seine Attack am krassesten boosten will. Auf der anderen Seite, guck mal hier. Napalm Breath. Erinnert gar nicht an Napalm Death oder so. Während sie das auch. Ja, das sehe ich hier wieder nicht, weil das so doof ist mit dem Scrollen. Tja, aber eigentlich würde ich schon ganz gerne, dass sie das kann. Ja gut, warte mal, ich kann ja mal kurz hier raufgehen und dann hier runter scrollen. Nee. Irgendwas fehlt ihr. Ich gehe aber mal davon aus, dass es nicht der rote Value sein wird. Irgendwas fehlt ihr, was Agate schon hat. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt einfacher. Ich gehe jetzt mal zurück hier auf. Hä? Sie hat sogar. Ach nee, Forte und La Forte hat sie jetzt auch. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich priorisiere ich schon die Freischaltung von bestimmten Zaubern. Aber ich will ja nicht, dass er zaubert. Was ist denn das überhaupt? Das ist doch irgendwie so ein Area-Angriff, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Nee, ist eine Single-Attack. Crimson Flames that erupt from below. Okay, ja, zur Kenntnis genommen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich meine, irgendwann wird man die Attack 3 und wie sie nicht alle heißen, ja sowieso kaufen können. Schätze ich das Spiel zumindest ein. So. Five Rings Kane. Ich hätte schwören können, dass jetzt hier auch nochmal ein Mob auf uns wartet. Aber ich freue mich natürlich, wenn wir schöne Sachen bekommen. Wooden Stuff Carried by Eastern Monks. Cool. Oh, ihre Range geht runter. Ihre Range geht runter. Nö. Einfach nö. Nö, jetzt bin ich traurig. Ich weiß nicht, was ist wichtiger? 10 Stärkepunkte oder der eine Punkt auf Range? Ich bin halt voll der Freund von Range und Move und so. Jetzt habe ich mich hier so lange aufgehalten, dass ich schon wieder gar nicht weiß, wo ich war. Wo komme ich her? Wo bin ich? Was soll das? Okay, warte mal. Die beiden Treppen hier außen führen nach unten. Die bringen mir nichts. Ich hatte doch jetzt ja eigentlich nur noch einen Weg, oder? Wir hatten links und rechts jeweils die beiden Kistchen. Und hier den Weg nach oben. Und diese Kiste natürlich. Ich mach die jetzt einfach mal auf. Oh, Red Jacket, okay. Emptiness as far as the eye can see.
Ich habe mit der anderen Kiste nicht gesprochen. Ich habe mit der anderen Kiste nicht gesprochen. Es tut mir leid. Warst du die andere Kiste? Ja. This chest is holding a beauty pageant oder so with all its other treasure chest friends. But beauty on the outside can't save how empty it is on the inside. Oh. Boah, richtig Emo-Style, die Truhe hier. Warte mal, jetzt finde ich den Weg nie wieder nach Hause. Wir werden nie wieder aus dem Turm rausfinden. Damit müssen wir uns wohl arrangieren. Also lasst uns hier eine kuschelige Ecke suchen, in der wir schlafen und quatschen können. Ich glaube, ich habe den Turm jetzt abgeschossen. Ich kann mich nicht daran erinnern, etwas ausgelassen zu haben, aber das habe ich beim ersten Turm auch gesagt, deswegen... Hat das nicht viel zu sagen. Guck mal, wie der Boden leuchtet. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas aktiviert, aber hier ist nichts mehr. Irgendwie fand ich den Turm gerade cool. Also der hätte ruhig noch mehr Stockwerke haben können. Aber egal, ich bin stolz. Ich bin stolz, auch wenn der nicht so kompliziert vom Aufbau war wie der Sapphire Tower oder so. Aber naja, wir haben ja auch viele Federn gelassen. Ja, und wir haben nicht nur Federn gelassen, wir sind auch von fiesen Federn angegriffen worden. Aber ich glaube, in Summe hat es sich trotzdem gelohnt. Ey, wie zur Hölle laufe ich hier? Hä? Okay, warte. Warte, 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 warte. Wie läuft der Hase hier? Ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme. Ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme. Ich bin gefangen. Forever. Ich sag doch, wir werden hier nie wieder rauskommen. Ich glaube, diese Etage bringt mich... Ach, warte mal. Ich hatte doch festgestellt, dass wenn ich hier runtergehe, dass die jeweils entgegengesetzte Seite... Okay, das heißt, die kann nicht richtig sein. Das heißt, entweder hier ist richtig. Nee, das heißt, die andere Seite wird richtig sein. Ja, guck mal, ich habe mal kombiniert. Ich habe mal kombiniert, Leute. Zwar erst im dritten Gedankengang, aber es ist besser als in gar keinem. Versteht ihr? Muss mich gerade künstlich motivieren. So, aber wir finden den Weg noch raus. Ja, und ich habe dafür keine 10 Parts gebraucht. Muss man ja mal anerkennen, ne? So, hier war nämlich gar nichts los. Ich mochte diesen Tower viel, viel... Hä? Viel, 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 viel mehr wollte ich sagen als den anderen. Bin ich gerade ernsthaft einmal im Kreis gelaufen und dann wieder in die gleiche Tür zurück? Ich lasse das mal unkommentiert. Ich glaube, dazu kann man auch nicht mehr viel sagen. Ich würde jetzt gerade so gerne übernachten. Ist Wolfort eigentlich so eine Ecke, wo man mit Leuten quatschen und auch übernachten kann? Oder war das ein Dungeon? Schon so lange her. Ich krieg das nicht mehr hin. Aber du hast doch wieder einen Pom bei dir. Hast du nicht? Okay, Leute, komm. Ey, pro Part räume ich mir jetzt einen Joker ein, der mich dreimal checken lässt an einem Gegner, ob der einen Pom mitbringt oder nicht, okay? Das ist doch ein guter Kompromiss. Das ist dann nicht zu oft, aber ich versuche meine Chance zu ergreifen. So sehe ich das jetzt. Toll. Super, ist ja toll hinbekommen. Jetzt haben wir wieder die einmalige Chance, hier eine nette Party zu starten, ja? Und du versemmelst das, indem du deine Freunde einfach nicht einlädst. Ganz toll. Wahrscheinlich hatte der Pom keinen Bock mehr auf Party mit uns, weil es immer wieder Schlägereien gibt, die dann mit Todesfällen einhergehen. So, hier ist jetzt unser Wolfort. So viel haben wir schon von dem gehört. So oft über den geredet. Und es geht hier ernsthaft weiter. Ich glaube, das ist ein Gebiet, was ich noch gar nicht abgesucht habe, ne? So, diese Viecher werde ich jetzt alle mitnehmen. Aber nicht mit jedes Mal flüchten und so, sondern einfach aus Prinzip. Aus Gründen, die ich, glaube ich, nicht näher erläutern muss. Also hier haben wir halt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass doch mal einer mit drin ist. Oh nö, nicht die Schlangen. T.
Bereiche gehören aber irgendwie zu dem Gebiet mit dazu. Ich glaube, damit muss ich lernen, mich zu arrangieren. Softening Balm. You've already looted this chest. You might have forgotten. Was? You might have. Ist das ein Fehler? But don't think you can just come waltzing back and apologize. Oh, genau, das hatte ich aber gerade vor. Ich habe dich gerade im letzten Moment gesehen, mein Freund. So aber nicht hier. Mit der Fauna und Flora verschmelzen und dann kackenfrech von hinten anschleichen. Sowas mag ich ja gar nicht. Nicht mit uns. Wir wissen uns zu verteidigen. Ich hoffe, die Botschaft kam an. Wenigstens ist das Gebiet hier nicht so groß. Aber eigentlich sind diese Gegner auch ganz cool. Dreh dich mal um, Schnuggi. Guck mal, wie der mit seinem Arsch wippt. Okay, das sieht man nicht aus jeder Perspektive. Aber guck mal, hier erkennt man das auch. Die haben irgendwie eine sehr merkwürdige Art und Weise, ihren Körper zu bewegen. Und näher möchte ich das jetzt nicht präzisieren. Prost. Wisst ihr, was ich mal wieder etablieren sollte in den Folgen? Ich weiß nicht, wer von euch Kingdoms of Amalur gesehen hat hier auf diesem Kanal. Aber da habe ich, glaube ich, irgendwann... Also das habe ich nie lange durchgehalten. Aber habe ich mal versucht, so in jeder Folge mindestens einmal für eine Minute irgendwie zu schweigen. Oder so. Einfach so total random, um mal ein bisschen Luft zu holen. Ich habe, muss ich sagen, das Gefühl, auch wenn ich natürlich immer noch laber wie so ein Wasserfall, aber ich glaube, es war früher krasser. Ich glaube, inzwischen bin ich ein bisschen gechillter geworden. Bin jetzt auch ein bisschen älter. Nächstes Jahr beantrage ich schon meine Rente. Und da muss ich auch mal wieder meinen Rollator wechseln. Der kommt auch schon in die Jahre. Ja, so sieht das aus. Und dann nenne ich mich nicht mehr Nigoya, sondern dann bin ich Senior LP. Oder Old Granny LP. Mhm. Genau das. Ja. Und dann zeige ich euch auf Instagram ganz ungeschönt, ohne Filter, all meine Falten. Alle. Ja. Denn ich bin nicht die reale Person, die ihr bisher von Fotos kennt. Eigentlich ist das nur meine Enkeltochter, die sich dafür hergibt. So. Gut, ich wollte ja gucken, ob sie noch... Oh, nö! Immerhin stehst du hier so ein bisschen abseits und gehst mir nicht auf den Sack. Also auf den Sack gehst du mir trotzdem aber nicht so hart wie der eine, der den Hauptweg da für sich beansprucht hat. Was ist denn Serampowder? Kennen wir das schon? You have activated the Staring Contest. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt erstrebenswert, oder? So, was ist Seram? Seram, wo stehst du? Ich muss wegen dir schon aufstoßen. Hier, zweimal haben wir das. Okay. Ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Nein! Im letzten Moment habe ich mich noch umgedreht. Habt ihr das gesehen? Das wäre fast sowas von ins Auge gegangen. So, jetzt habe ich allerdings keinen Angriffsvorteil. Wisst ihr was? Ich bin jetzt mal so richtig faul und unproduktiv und hau einfach ab. Einfach, weil ich es kann. Und weil das Spiel mich lässt. So, das heißt, die Ränder bin ich jetzt einmal abgelaufen. Ich wette, hier hat sich auch so eine dicke Schlange auf dem Hauptweg bereit gemacht, oder? Aber gut, wenn ich hier so langsam durchschleiche, dann soll das nicht das Thema sein. Ich bin nur deshalb so langsam, weil ich so ein bisschen nach Kisten versuche, Ausschau zu halten. Mann, komm, da wird schon nichts mehr sein. Obwohl, diese Monsterkisten, die finde ich eigentlich ganz cool. Ich muss jetzt einmal hier noch in diese dicke Freifläche gehen. Ich weiß gerade nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Hier so. Nee, aber da war schon eine Kiste. Okay, jetzt muss ich hier nur noch ohne einen Gegner anzuditschen raus. Und dann gucken wir mal, was im Wolfort so abgeht. Hauptsache, wir haben da eine Übernachtungsmöglichkeit. Ja, wobei, so dringend ist das auch nicht. Naja, obwohl doch eigentlich schon. Wolfort! Ach, das war die Ecke, wo wir Olivier kennengelernt haben. Kann das sein?
And here's the wolf fort. It's really peaceful here. I guess we don't need to worry about Calvert invading us and stealing our puppies or something, huh? Quite a difference compared to the Haken Gate. Of course, I like my glorious fatherland. Calvert and Libel are easy friends. And Erebonia's done nothing to deserve different. I imagine our relationship with Calvert has something to do with it, although beyond the gate is a mountain pass that would be difficult for a full army to pass through. That's why the gate is so small as well, as I recall. Ah yes, far different from the Haken Gate, which faces onto a great open road. The hell's with the chickens, though. It's embarrassing. Ah, whatever. Let's get to asking some questions. We should probably say hi to whoever in charge first. To whoever's voll das S verschluckt. Right. Dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Okay, nichts Weltbewegendes. Nichts, was wir klauen oder mitnehmen können. Keine sprechenden Kisten. Bevor ich da reingehe, will ich erstmal gucken. Einmal eine Nase voller Gulli-Luft ziehen. Einfach nur der Abhärtung wegen. Gähnte uns der Brahme entgegen. Great weather again today, huh? Ist voll ansteckend, ey. Da werde ich auch voll müde, ey. Mach mich mal wach. Wie heißt der nochmal? Brahm. Nicht angehen. Wach machen sollst du mich. So, und hier haben wir auch noch genau das hier führt, nämlich in eine Bar, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Kommt das hin? So, die Frage ist jetzt, wo ist richtig, wo ist falsch? Ich gehe mal erstmal hier hin. Oder? Bin mir gerade nicht sicher, ob das eine gute Idee war. So eine richtige Bar ist das jetzt aber auch nicht. Hier können wir aber übernachten. Das ist schon mal gut. Da habe ich ja auch einen gewissen Bedarf angemeldet, ne? C.W.O. Pace. Oh, you're the very first to get called ahead about, right? Called ahead about, okay. Here to investigate the earthquake, from what Miss Kilika said on the phone. Ah, yeah, that's right. Wow, I keep forgetting how thorough Kilika is. She even keeps us on our toes every now and then. Anyway, we do everything we can to help. Cheers. To start with, how about you explain how the earthquake went down? Well, let's see. The earthquake happened 3 days ago at roughly 1700 hours. The quake itself wasn't all that strong and it only lasted 10 seconds. Still, though, earthquakes rarely ever happen around here. Some of my men are spooked, let me tell you. The part that spooked me, though, once I contacted command at Leeston Fortress to report. I told you that no other part of the region had experienced an earthquake, yes? Exactly right, miss. And it wasn't just Leeston. Even Sangtime Gate didn't feel anything, and they're practically up the damn road. I called in to Zeiss and Elmo and learned they'd felt nothing either. It's like Kilika said. Speaking of which, did you hear there was an earthquake in Zeiss today? Yeah, I heard about that. And that's the thing, we didn't feel so much as a wobble here. Localized earthquakes that only strike small specific areas. Not what I would call the most natural thing in the world. Well, that covers the quake. Anything else happened that caught your attention aside from that? Like, did you see anyone strange? No, I've heard no meaningful reports from my men. It's possible they saw something so minor they didn't feel the need to report it to me immediately, though. Feel free to ask them some questions, maybe jog their memories a bit. Sure, thanks, sir. Let's go talk to the gate guards. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Vielleicht macht der eine dann auch ein bisschen mehr, als uns anzugähnen. Brahm hieß der. Brahm. I haven't heard any particular reports of suspicious persons or events, but perhaps one of my men saw something. Feel free to ask around. Hätte ich eh gemacht, auch ohne deine Erlaubnis. Obwohl, dann hätten sie wahrscheinlich nicht so auskunftsfreudig geantwortet, wer weiß. So, du bist doch einer der Guards, die wir schon explizit befragen können, oder? Warrant Officer Gerwin oder so. What? Do you need something?
Yeah, we're with the Bracer Guild. We'd like you to help with our investigation. I don't mind, but please keep it short. Estelle asked if anything suspicious had happened before or after the earthquake. Earthquake? You mean the one 3 days ago? The day the earthquake happened was just a normal day. If anything suspicious had happened, I'd have reported it long ago. I see. Seems this was a swing and a miss. Is that all you needed? Yeah, that's plenty. Sorry to disturb your work. No problem, we're both on the job after all, aren't we? Well then, if you'll excuse me? Putting aside the earthquake, I don't think anything else happened. If anything suspicious had happened, I'd have reported it long ago. Das habe ich übrigens schon beim ersten Mal verstanden, aber du kannst mir das gerne noch 10-mal sagen, also ist okay. Nehme ich nicht persönlich oder so, nein, nein. Hat alles seinen legitimen Hintergrund. Komm, mit dem sprechen wir jetzt aber noch. Bram, du weißt doch was. Was? We're from the Bracer Guild. I hope we're not disturbing you, but could you answer some questions? Sure. Sir asked the soldier about any odd things he might have seen when the earthquake happened. Ich finde das zum Beispiel auch cool, dass der Text anders ist als der vorher, obwohl Estelle ihm wahrscheinlich genau das Gleiche erklärt. Ich meine, das ist inhaltlich ja das Gleiche, aber ich mag sowas trotzdem. Oh, thanks. I was checking the light-blocking abilities of my head when the quake hit. I thought the chief was yelling at me at first, but no, I didn't see anyone around. I mean, I thought it was a prank at first, not an earthquake, wasn't really all that strong. This isn't so much a strange occurrence as it is an admission that you're awful at your job. Der Blick dazu. Ich glaube, wenn Estelle irgendwann mal die Vorgesetzte von irgendwem wäre, würde sie genau so gucken, wenn dieser jemand Bockmist baut. Ah, but to sleep standing, that is a rare skill, Estelle. I, however, can consume an entire full course meal while asleep on a sofa. On a total, was ich schon wieder lese. Why the hell are you trying to brag about that? So, was there anything else you can remember at all? Actually, Henning said he saw something weird, but... Something weird? Well, this was the day before the earthquake, mind you. One of the other guards here, Henning, asked if anyone passed through the gate. When I told him I hadn't seen anyone, he just shook his head. Well, that's curious. I wonder what that was about. He might be able to tell us something. Let's go talk to this Henning guy. Der muss ja dann da in dem anderen Häusle drin sein, ne? Henning will be in the break area, I bet. Slacking off on the second floor, there is... slacking off on the second floor, there is his specialty. Kann ich schon wieder nicht lesen heute. Eigentlich kann ich das nie so wirklich, aber... Oh! Hallo? Hab ich dem das gerade aus seiner Properze gezogen? Was ist hier los? Ich finde das ja ein bisschen brutal. Ich meine, das Huhn hat das ja nun nicht fallen lassen vor unserer Nase, oder? Doch, das hat es. Das hat es. Es kann gar nicht anders sein. Ich rede mir ein, dass es genau so war. So, was haben wir hier? Tag, Kumpel. Rufus. Hey, welcome. Welcome to this totally ordinary bar. May I have a moment? Sure, what is it? So we're with the Bracer Guild. We'd like you to help with our investigation a little, if you can anyway. No problem, not like I have any customers anyway. Estelle asked if anything odd has happened before or after the earthquake. Sorry, I can only remember the earthquake itself. Heck of a surprise that was. When it suddenly hit, I was like, I was shocked. So there was nothing that caught your attention before or after the earthquake? Nothing particularly different from the norm, no. I mean, I was in this bar the whole time, so there wouldn't be a whole lot that could happen. Ah, yeah, of course. Doesn't seem like there are any leads to follow here. Sorry, I couldn't be of more help. No, don't worry about it. Thanks for your cooperation. Hat glaube ich, gerne gemacht. I don't think there was anything unusual to report, I'm afraid. I mean, I was in this bar the whole time, so there wouldn't be a whole lot that... Ja, das hat schon mal gesagt, okay.
Was hast du denn hier so anzubieten? Ach, bei dem anderen konnte ich gar nicht resten. Das geht aber dafür bei dem. Obwohl der hier nicht mal Betten hat. Oder sind die oben? Keine Ahnung. Okay, dieses faule Magma-Rost haben wir auf jeden Fall schon. Gut, das heißt... Ja, wir resten jetzt einfach mal. Was kostet der Spaß? 200, immer noch der Standardpreis. Ich glaube, in ganz Zeiss war das der Preis. Ne? Aber ich glaube, in Ruan waren wir auch bei 200. Bin mir jetzt aber nicht mehr so 100% sicher. Gut, ihr Lieben, wir werden mit unserer Investigation dann beim nächsten Mal fortfahren und wahrscheinlich da oben dann hier in dem Haus Henning antreffen, der wahrscheinlich den ultimativen Hint für uns hat. Und wer weiß, vielleicht wird es in der nächsten Folge dann auch schon die Auflösung geben, was es mit den Earthquakes auf sich hat. Ich glaube es zwar nicht, aber lassen wir uns überraschen. Danke an dieser Stelle fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.